Wenn ihr denkt, dass die Proteste von mehr als 1 Million Menschen in Deutschland allein einen einzigen AfD-Wähler zum Umdenken bringen, liegt ihr falsch. Das ist aber auch nicht schlimm. Und warum, besprechen wir jetzt. Ach Leute, es ist so lustig zu sehen, wie die AfD agiert, wenn sie in der Defensive ist, oder? Die Bilder von all den Demonstrationen. Was ein krasses Symbol. Normalerweise herrscht hier ja immer so das Gefühl, jemand wird's schon irgendwie für mich machen. Aber gerade im Hinblick auf die Demokratie ist das ein sehr gefährlicher Gedanke. Also, toll war das, wirklich toll. So müssen wir jetzt weitermachen. Nicht nur auf der Straße. Falls ihr auch bei einer Demo wart oder plant, zu einer zu gehen, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Lasst uns auch auf YouTube Deutschland zeigen, was Wir sind mehr bedeutet. Aber Moment mal. War das vielleicht alles Fake? Ja, liebe Leute, da sehen wir ja jetzt überall in unserem Stasi-Staatsfernsehen, für das wir auch noch Zwangsgebühren zahlen müssen, die schönen Anti-AfD-Demos. 10.000, 20, 30, bis zu 160.000 Menschen haben sich angeblich versammelt, um gegen die AfD zu demonstrieren. Tatsache ist inzwischen nur, dass man da Pro-Palästina-Demos und andere Demos genommen hat, hat da ein bisschen was gemogelt und hat ein bisschen geschnipselt und ein bisschen andere Tonunterlage gemacht, ja? Da könnt ihr euch mal ausmalen, wie wir vom Stasi-Staatsfernsehen hier manipuliert werden. Oder noch schlimmer, waren das etwa alles Nazis? Das sah so ein bisschen aus wie 1933, die Fackelmärsche der Nazis. Wie der Faschist anderen Faschismus vorwirft und so tut, als wäre es aus seiner Sicht was Schlechtes. Ist es nicht putzig? Also, ich kann bestätigen, dass die 16.000 Menschen in Halle, größte Demo seit der Wende übrigens, dass wir echt waren. Ja, ich bin übrigens auch nicht dafür bezahlt worden. Angeblich wurden laut der Jungen Freiheit alle bezahlt, um auf die Straße zu gehen. Die AfD kommt übrigens auf die Idee, weil sie es selber so macht. Leute, fängt ja schon gut an, oder? Also ich will heute so ein bisschen lachen. Das wird heute ein sehr erheitertes Video. Ich bin gerade in Hochstimmung. Und wie schrieb schon Friedrich Dürrenmatt in Die Physiker, die Tyrannen dieses Planeten werden durch die Werke der Dichter nicht gerührt. Nur eines fürchten sie, ihren Spott. Heute reden wir über Propaganda, Strategie und was jetzt getan werden muss. Der AfD ist in den letzten Jahren ja schlecht beizukommen gewesen. Warum? Weil sie einfach auf einem anderen Schlachtfeld gekämpft haben als die anderen Parteien. Es ging ihr um Deutungshoheit und Siege im Informationskrieg. Im Internet. Das Internet. Das Blatt hat sich aber in der letzten Woche gewendet. Die AfD ist in die Defensive geraten. Der Beweis dafür war die kopflose Reaktion auf die Korrektivrecherche. Selbst Weidel ist jetzt ins Fadenkreuz der neurechten Denker geraten, weil sie ihren Feind Munition lieferte durch die Entlassung ihres Referenten. So viel militärischer Jargon, ja. Die letzten Tage hat das rechte Lager zum Gegenangriff geblasen und man konnte folgende Stufen beobachten. Stufe 1, Leugnung. Stufe 2, Skandalisierung. Stufe 3, Schulterschluss. Stufe 4, Selbstbestätigung, Stufe 5, Mobilisierung und dann schlussendlich Stufe 6, der Gegenschlag, der ist jetzt erfolgt. Beispielsweise durch Nebelkerzen. Habt ihr das jetzt auch mitbekommen, dass Alice Weidel plötzlich wieder den Dexit fordert, also den EU-Austritt Deutschlands? Genau, der größte Nutznießer verlässt sich selbst. Was für ein Schwachsinn. Fürs Protokoll, sie hat sich im August 2023 dagegen ausgesprochen, ja. Ist auch völlig egal, ob ihr das gehört habt, es war nur ein Ablenkungsmanöver, mehr nicht. Und was machen die Medien? Sie fallen auf die Finte herein, verbreiten das Wort, machen sich damit wieder einmal zum Unterstützer der AfD. Also im Endeffekt das, wovor ich im letzten Video gewarnt habe. So, und jetzt halten wir mal an hier. Habt ihr gemerkt, was hier gespielt wird? Ohne Sinn und Verstand und mit Hass hat sich die Medienlandschaft und die User darauf gestürzt und die Schlagworte und Themen genauso verbreitet, wie es auch der AfD nur gefallen konnte. Und jetzt wurde dieses Wort auch noch zum Unwort des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Damit hat Weidel wieder einen Sieg errungen. Sie gewinnen dadurch, dass sie Themen in den Diskurs einpflanzen. Man muss verhindern, dass sie immer wieder in der Lage sind, ihre Themen zu setzen. Martin Sellner freut sich da schon wieder, aber nicht zu doll. Er wurde jetzt von Spotify verbannt, ja? Deplatforming heißt das. Einfach keine Plattform für menschenverachtende Ideen und Narrative bieten. Ja, so könnten wir das auch in unseren Medien machen, oder? Wusstet ihr übrigens, der Österreicher Sellner, ja, der ist im Jahr 2018 zweimal bei der Einreise in London festgenommen und in eine Abschiebeeinrichtung gebracht worden. Ich liebe ja Ironie. In Deutschland wird ja jetzt geprüft, ob wir diesen Ausländer demnächst auch nicht mehr in unser Land lassen müssen. Also ich finde, er sollte da mit gutem Beispiel vorangehen. Oder was meint ihr? Man will jetzt generell die Einreise ausländischer Neonazis stärker verhindern.
wie in anderen Ländern. Fragt sie jetzt nur, warum jetzt erst? Man war den Rechten gegenüber zu nachlässig. Sie konnten ihre Gegner ungehindert schwach aussehen lassen, weil sie ihre Schlachtfelder selber auswählten. Und ihre Gegner haben sie ihnen auch relativ leicht gemacht. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Christian Lütt, wir erinnern uns, ehemaliger Pressesprecher der AfD, der wusste, Unzufriedene, die sind gut einzufangen. Und für die AfD ist immer alles schlecht. Man ist immer wütend, immer Opfer. Ich weiß nicht, ob ich von Opfern regiert werden will, ganz ehrlich. Es ist auch paradox, weil sie gleichzeitig behaupten, die einzig Starken und das Sprachrohr der stillen Mehrheit zu sein. Und die Regierung in Berlin, die müsse für die Freiheit halt einfach vertrieben werden. Legitim, weil das ist ja im Sinne der demokratischen Mehrheit. Und man hat sie echt zu lange Mehrheit spielen lassen. Stell dir mal vor, du bist unzufrieden und jemand sagt zu dir, der Großteil des Volkes fühlt sich genauso. Schau dir mal die Umfragen an, ja? Gemeinsam werden wir die links-grüne Kaste bezwingen, die uns alle unterjocht. Ja, vom Linksrutsch hatte man schon mal von der CDU gehört, klingt legit. Und wenn das alle so empfinden, dann muss es ja stimmen. Und jetzt alle zusammen, wir sind das Volk. Ich habe mir angeschaut, was hier eine links-grüne Gruppe, Kaste aus Politikern und auch großen Teilen der Medien zu Wege bringt und auf die Straße bringt. Jetzt ist es aber so, je mehr Menschen begreifen, dass dem eben nicht so ist, umso schwächer wird die Macht ihrer Trollarmeen und der Handvoll rechtspopulistischen Internetaktivisten wieder. Die AfD gewinnt an jeder Spaltung und verliert, wenn diese Spaltung wieder rückgängig gemacht werden können. Maßgeblich beteiligt an der Spaltung sind eben diese sehr aktiven und meistens sehr anonymen Profile im Internet. Und die blasen jetzt massiv zum Gegenangriff. Und wie der aussieht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe euch ja Spaß versprochen. Es gab in den letzten Tagen Proteste mit insgesamt über 1 Million Teilnehmern. Ja? Wie damals bei dieser Corona-Demo, erinnert ihr euch? Da waren ja angeblich über 1 Million Menschen in Berlin. Die Berichte, die sprechen vielleicht eine andere Sprache, aber die sind ja auch nur eine Medienkampagne gegen das Volk gewesen. Ihr wisst ja, die AfD, die hat keine eigenen Ideen. Deswegen führen sie einfach dieselbe Diskussion wie Trump. Wer hat die größere Protestmenge? Ja. Vergleich für Populisten. Beleidigt von damals, als man selbst die Proteste extrem überzogen darstellen wollte, schlägt man jetzt in Kleinkindmanier zurück. Man spricht natürlich von 350 Millionen Demonstranten. Ja, Spaß beiseite, ja. So viele Menschen an einem Ort haben AfDler noch nie gesehen. Das muss natürlich KI sein. Oder liegt es doch an diesen klassischen Chips durch die Corona-Impfung? Hat man dadurch etwa auch damals Anstand eingeimpft bekommen? Ist ein Narrativ, das übrigens keine Eintagsfliege ist. Auch dieser Post beweist, dass die Regierung mittels Nazi-Taste auf der Fernbedienung die versklavten Leute kontrollieren würde. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Klar ist natürlich auch, dass kein vernünftiger Mensch für die Demokratie auf die Straße gehen würde. Nur für Geld. Das waren nämlich 2 Millionen bezahlte Schauspieler. Und hier war die Stellenausschreibung dafür. Ah, verdammt, diese Internet-Detectives, das sind schon echte Füchse. Und damit kennt man sich ja aus. Schließlich hat die AfD ja Leute für die Teilnahme an ihren Demos bezahlt. Gemeinsam für die Demokratie und damit gegen euch. Tut weh zu sehen, dass man selbst nur im Internet stark ist, oder? Da, wo man die abgesprochene Narrative copy-paste-mäßig einfach so verbreiten kann. Wie hier zu sehen bei Beatrix von Storch, die dem Korrektiv den Journalistenstatus abspricht und sie als Handlanger im Auftrag der internationalen Finanzindustrie und grüner Milliardäre bezeichnet. Die ganze AfD existiert nur wegen brauner Milliardäre wie von Fink. Vergiss bitte nicht, Trixi. Für die Demokratie kämpfen Menschen freiwillig. Nazi sein, das muss sich schon lohnen. Naja, aber zumindest sind sie effizient. Es muss immer nur ein Hirn denken. Die Herabwürdigung von Korrektiv als Linksextremisten und politische Krawallmacher oder Schmutzwerfer, die unter dem Deckmantel des Journalismus ihre Propaganda verbreiten, das ist der Tenor in der AfD. Erst am 21.01. gab Baumann von der AfD zu, er sehe hinter der Recherche eine infame Kampagne der linksgrünen Klasse gegen die AfD. Diese Behauptung findet sich auch bei Höcke wieder. Was jetzt in den letzten Monaten hier hochgekocht worden. Es ist eine über viele Jahre geplante Anti-AfD-Kampagne. Der politische Gegner, der ja nicht nur in Deutschland sitzt, sondern unsere Freunde, die hier die Hebel der Regierung in der Hand haben, werden ja von außerhalb auch beraten. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Laut Baumann sei die Kampagne der letzte Versuch, das letzte Aufgebot. Er behauptet übrigens auch, dass Alice Weidel den Referenten Hartwig wegen etwas anderem entlassen hätte. Alice Weidel selbst sagt, also Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Putzig. Der Herr hier belustigt mich auch regelmäßig. Mit diesem farbenfrohen, aber in intellektarm Meisterwerk hat er sich mal wieder selbst übertroffen. Besonders mit diesem Rechtschreibfehler prominent im Zentrum des Bildes. Und Physik ist ihm scheinbar auch zu hoch.
Stichwort Perspektivwechsel. Aber das kann in diesen Kreisen ja keiner. Moment, auch hier haben wir es wieder nur mit einem Hirn zu tun, während alle anderen aus sind. Denn natürlich kam diese Idee zuerst vom Bernd, dem hier. Der hat diese Idee nämlich als erster gehabt. Da erklärt euch ein Einäugiger, was 3D ist. Hier nochmal für ganz Langsame. Jetzt verstanden? Ich begreif's nicht. Na gut, dann hier nochmal als Animation. Naja. Höcke ist ja kein Naturwissenschaftler, wobei er sein miserables Geschichtswissen ja auch immer wieder unter Beweis stellt. Das sind Menschen, die in Leipzig diesen Lichtermarsch gemacht haben. Das sind dieselben Menschen, die 1933 die Fackelmärsche in Nazi-Deutschland veranstaltet haben. Das ist so. Herr, wollt ihr mich verarschen? So blöd kann keiner sein! Leute, ich könnte ja jetzt gespielt überrascht tun, aber ich gähne einfach nur. Denn die Nazis als links darzustellen, ist halt eine der wichtigsten Strategien, um die eigene Harmlosigkeit zu beweisen. Eine Lüge muss nur oft genug wiederholt werden, dann wird sie geglaubt. Und natürlich kennen sich Bernd und seine Kumpane mit Goebbels bekanntesten Zitaten aus, nicht wahr? Und wie uns allen bewusst ist, tritt sich das breit. Pausiert am besten mal und lest euch das hier durch. Leute, ich wünschte, ich dächte mir das nur aus, aber seht selbst. Im letzten Video hatten wir es ja davon. Man muss den Gegner mit Mist fluten. Wie etwa SED, Einheitsregierungsparteien und S-Antifa-Kampfgruppen. Andere nennen die Antifa Useful Idiots of New World Order. Und da habe ich schon wieder Bock auf eine Extra-Folge beim Eisberg. Apropos, da kam heute eine neue Folge. Link da unten. Es geht um QAnon und George Soros. Ich glaube, das passt sehr gut zum heutigen Thema. Okay, okay. Wir haben jetzt das Stellen in die Opferrolle. Wir haben Victim Blaming, wir haben erfundene Bullshit-Begriffe, wir haben Diffamierung des Gegners, Falschbehauptungen, Tatsachenverdrehung, Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien. Manche Sachen sind aber auch unfreiwillig lustig. Hier kam der Typus der Schlafschafe aus der Mottenkiste. Leider stehen die nicht auf der Alster, weswegen es wohl ein Fake-Bild war. Schade. Putzig wird das Narrativ der Wir sind die Mehrheit verteidigt. Ach ja, und das kontinuierliche Umfragehoch. Tatsächlich ist die AfD in den neuesten Umfrageergebnissen um 1,5% in der Gunst der Befragten gesunken. Man reduziert den Erfolg der Demonstranten auf Gratismut und infantile Bannersprüche, während man selbst in Panik verfällt, wie in Hamburg. Man sagt ja immer, getroffene Hunde bellen. Und rechte Wölfe heulen anscheinend, wenn sie getroffen werden. Angesichts dieser enormen Demonstration überall in Deutschland bleibt ihnen aber auch nichts anderes übrig, habe ich den Eindruck. Ich meine, wann habt ihr das letzte Mal davon gehört, dass Demos abgebrochen wurden, weil zu viele demonstrieren wollten? Was ist los in diesem Land? Das ist der Hammer, Leute. Ich glaube, hier entstehen tatsächlich Bilder, die historischen Ausmaßes sein könnten. Schaut euch das an, das spricht doch für sich selbst, oder? Offenbar verbrüdern sich sogar Düsseldorfer und Kölner miteinander. Das heißt, die Hölle selbst ist zugefroren. Und wir haben, und das sehen wir gerade, in Deutschland historische Tage. Und ich finde, diese Beiträge hier, die fassen alles Wesentliche zu den rechten Posts sehr gut zusammen. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. All dieser Müll ergießt sich permanent ins Netz. Mit der schieren Dichte davon versuchen sie weiter den Eindruck zu erwecken, als wären sie die Mehrheit. Die Illusion, die muss ja irgendwie aufrechterhalten werden. Aber Demonstranten kann man leider eben doch nicht faken, wie es mit Klicks und Likes der Fall ist. Wir sind mehr. So, Achtung, Realitätscheck. Nachdem wir alle zusammen gelacht haben, ja, muss ich euch jetzt mal mit der schmerzhaften Wahrheit konfrontieren. Die AfD verschwindet jetzt nicht plötzlich über Nacht, so wie sie auch nicht über Nacht gekommen ist. Warum nicht? Na, die Probleme, die sind ja immer noch da. Muss man sich jetzt wirklich ernsthaft darum kümmern? Wie anstrengend. Übrigens, das war kein Protest für die Regierung. Das ist ein Protest jedes demokratieliebenden Bürgers dieses Landes und er ist notwendig, weil die regierenden Parteien es viel zu lange nicht geschafft haben, diese Probleme ernst zu nehmen und anzugehen. Wir müssen es gerade selbst in die Hand nehmen. Diese Proteste richten sich genauso gegen etablierte Parteien, die dem das letzte Jahrzehnt zugesehen haben. Sie richten sich genauso gegen Friedrich Merz, der sein Jargon einfach an die AfD anpasst. Hendrik Wüst hingegen scheint es irgendwie verstanden zu haben. Was wir die letzten Tage erleben durften, war vor allem, dass offenbar endlich die Erkenntnis geweckt wurde, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und irgendwer endlich Verantwortung übernehmen muss. Aktuell fliegt einer ganzen Politikergeneration das Land um die Ohren. Ja, die jahrelang eine Gruppe gegen die andere ausgespielt haben und jetzt merken müssen, dass das nicht mehr fruchtet. Etwa wie der Anti-Robin Hood Christian Lindner. Und meine Damen und Herren, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen
fürs Nichtstun. Lasst uns doch bitte mal einen Blick auf die ökonomische Gesamtsituation werfen. Also nicht diesen Fake-Wert, der nur auf Einkommen schaut, wo gefühlt jeder Mittelschicht ist, bestimmt auf Fritz und Merz. Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat 107.000 Euro. Das bedeutet nicht Bargeld, das bezieht auch Wohnungen und Häuser mit ein. Die deutsche Familie ist klammheimlich auf die hinteren Plätze in Europa zurückgefallen. Und das ist nicht über Nacht passiert oder in dieser Legislaturperiode, sondern über viele Jahre. Und jetzt legen wir mal eine Karte mit dem Vermögen nach Bundesländern gegenüber. Und dann legen wir eine Karte dazu, bei der wir die AfD, stärkste Partei laut der Umfrage, in Landkreisen sehen. Mensch! Wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Statistiker? Geolehrer? Politikwissenschaftler? Schaut euch dazu bitte meine beiden Ostvideos an. Ich verlinke die euch da unten. Und wir können basically jede Karte drüber legen. Auf jeder sieht man diese Trennung. Und jetzt stellen wir uns nochmal folgende Frage. Was könnte die Menschen besonders beschäftigen in einer Phase des wirtschaftlichen Abschwungs, der hohen Inflation und der geopolitischen Unsicherheit? Waffenhilfe für andere Länder? Umweltschutz? Fahrradwege in Peru? Nein, dass sie selbst über die Runden kommen. Die Ungleichheit ist massiv. Schaut euch mein Video "Bist du schon Unterschicht?" an. Ist ja nicht so, dass die Grundlage für diese politische Verwerfung nicht völlig offensichtlich bekannt wäre. Wenn die Angst, in Zukunft nicht mehr zurechtzukommen, zu groß wird und es sich auch über eine längere Zeit nicht mehr verbessert, dann fühlt man sich verarscht, vielleicht sogar verraten. Die AfD hat es geschafft, auch wichtige positive Entscheidungen als Fehler darzustellen, weil die Kommunikation fehlgeschlagen ist oder das Vertrauen in die Entscheider seit Jahren leidet. Aber nicht nur als Fehler, sondern manchmal auch als böswillige Absicht dieser rot-grünen Kaste, schön verbunden mit Verschwörungserzählungen. Die argumentative Strategie der AfD ist immer wieder: Ankämpfen gegen eine Elite, die das Volk vernachlässigt hat. Mal abgesehen davon, dass sie, seit sie in Parlamenten sitzt, ja selbst zu dieser Elite gehört, kommt dieses verschwörungstheoretische Wir gegen die eben gut bei denen an, die wirklich das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Und man vertreibt die AfD, wenn man diesen Menschen wieder das Gefühl gibt, gehört zu werden. Das Problem daran ist nur leider, mit Blick auf das, was die AfD so im Bundestag abstimmt, ist sie an sich ein noch größeres Debakel für die Leute, die sie wählen, als andere, mit denen sie jetzt schon unzufrieden sind. Aber das ist schwierig zu vermitteln. Gesittete Diskussionen zu führen ist beinahe unmöglich geworden, weil Propagandisten mit der Verbreitung von gezielten Falschinformationen Geld verdienen. Das sind übrigens oft unpatriotische Wirtschaftsflüchtlinge im Ausland, die keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben für das Gift, das sie in Deutschland verbreiten. Beispielsweise von Mietertagebuch oder Aktien mit Kopf. Jetzt kam aber heraus, dass die Regierung offenbar extrem viele Statisten bezahlt hat, nur um die Demo größer wirken zu lassen. Jetzt heißt es nicht mehr Demonstration gegen Rechtsextremismus und so, ja, sondern jetzt heißt es ja mittlerweile schon demonstrieren gegen Rechts. Ja, also irgendwann heißt es dann schon Demonstration gegen alles, was nicht links ist, oder wo kommen wir noch dahin? Die Stärke der AfD rührt nicht daher, dass alle, die sie wählen, überzeugte Nazis sind. Sie sind unzufrieden, glauben keine andere Wahlmöglichkeit mehr zu haben und werden sukzessive von der Partei und ihren Vorfeldorganisationen radikalisiert. Aus Skepsis entsteht Verweigerung. Und die kann in eine alternative Realität führen. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer, wenn es keiner politisch schafft, sie aus dieser Haltung wieder herauszuholen. Beispiel: Proteste sind gerade nur dazu da, um von den Bauernprotesten abzulenken. Es würde dort ein Ungleichgewicht geben und die Bauernproteste, die können ja nicht irgendwie wichtiger sein als Demos, bei denen die Regierung teilnimmt, in deren Rahmen ein Verbot einer demokratischen Partei gefordert wird. Das heißt, die Bauernproteste historischen Ausmaßes mit hunderttausenden Teilnehmern, die schon seit einer Woche laufen, finden in dieser Sendung faktisch gar nicht mehr statt. Und wie absurd diese Scheinrealität werden kann, das haben wir auch exemplarisch an der Reaktion auf die Proteste, die ich euch gerade gezeigt habe, erkannt. Wir müssen die Menschen da wieder herausholen. Wie soll ansonsten unser Land funktionieren? Und das geht nicht ohne die Politik. Das hier ist der letzte Weckruf, bevor es wirklich düster werden könnte. Ob jetzt die BSW, wie alle hoffen, eine Rolle spielen wird, ist bisher völlig offen. Manche waren sogar schon davor, dass die weiteren kleinen Parteien am Ende nur der AfD helfen könnten. Ja, und das Verbot der AfD, das überall diskutiert wird, meine Gedanken dazu kennt ihr aus dem letzten Video. Es gibt noch andere Methoden, mit denen man eine Partei, die die Demokratie zerstören will, bekämpfen kann. Beispielsweise, indem man ihr die Finanzierung durch den Bund streicht. Was übrigens auch funktioniert, ohne dass die Partei realistisch
das System zu stürzen imstande ist. Aber ich meine, warum sollte man seine eigenen Feinde auch noch fürs Feindsein bezahlen und steuerlich belohnen? Beispielhaft ist das gerade bei der NPD passiert. Ich sehe da die Gefahr, wie bei den Protesten übrigens auch, dass sich Politiker wieder darauf ausruhen und erneut nicht begreifen wollen, dass es eben auch an ihnen liegt, dass es so weit gekommen ist. Na, wie geht's jetzt weiter? Vielleicht mal meine eigene persönliche Einschätzung. Der Erfolg der AfD bestand stets darin, aus der Deckung im richtigen Moment die Schwachpunkte zu attackieren. Und jetzt offenbart sich die eigentliche Schwäche, weil sie endlich mal wirklich großflächig mit Widerstand konfrontiert werden. Sie haben keine gute Defensive. Sie rudern seit Jahren, die Bundespartei irgendwie als unproblematisch darzustellen. Und der extremen Rechten in Deutschland wurde lange Zeit zu viel durchgehen gelassen. Gerade Konservative haben sich davor gescheut, die Wähler, die besonders rechts stehen, zu vergraulen. Und das hat uns hierher geführt, zusammen mit den anderen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe. Die AfD hat lange Zeit leichtes Spiel, weil die Mehrheit geschwiegen hat zu ihren Verschwörungserzählungen und rechtsextremen Ideologieinhalten. Das hat sich geändert. Und dass sie so ins Straucheln gekommen sind, das ist ein sehr positives Zeichen. Zum Thema positives Zeichen, die AfD schießt jetzt mit ihrer eigenen Petition gegen ihr Verbot zurück. Wie wär's denn? Geh doch mal auf die Straße. Ne? 1 Million am Wochenende. Das muss doch für die selbsternannte einzige Stimme des deutschen Volkes möglich sein, oder? I dare you. Kommen wir jetzt mal zu meiner persönlichen Einschätzung. Wir müssen jetzt nachsetzen und die Fehler der Vergangenheit endlich ausmerzen. Vielleicht könnte es helfen, wenn Scholz zurücktritt und Pistorius an seine Stelle tritt. Es muss jetzt um Taten gehen. Die FDP muss einsehen, dass sie in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden ist, gerade weil sie mit ihrer Blockadehaltung den Eindruck einer nahezu unregierbaren erschaffen hat. Die Grünen müssen endlich begreifen, dass sie Politik nicht nur für die Großstadtelite machen können und es der schlechteste Zeitpunkt für großflächige Transformationsfantasien ist. Außerdem sollten sie dringend Experten für Krisenkommunikation anstellen und Leute, die sich mit Desinformation auskennen. Die Ampel muss die Kurve kriegen, auch wenn das heißt, Ambitionen fallen zu lassen. Demokratische Politiker, die sollten sich hüten, argumentativ in dieselbe Kerbe zu schlagen wie die AfD. Die halten sich sicher für sehr schlau, aber auf diesem Weg sind die Volksparteien in sich zusammengefallen. Worte, Taten. Es muss ein langfristiger Prozess der Rückgewinnung des Vertrauens der Wähler erfolgen. Nicht nur bis zur nächsten Wahl als Lippenbekenntnis. Und wenn deutsche Medien nicht über jedes Stöckchen der AfD springen würden, dann wäre uns sicherlich auch viel geholfen. Leute, endlich passieren hier Dinge in diesem Land, die ich mir schon vor vielen Jahren gewünscht hätte. Als bereits klar war, was für Menschen sich unter dem Dach der AfD versammeln. Ganz ehrlich, ich wäre sogar in Zukunft bereit, eine CDU zu unterstützen, die sich deutlich und klar gegen Rechtsextremismus ausspricht, dagegen vorgeht und die Brandmauer verteidigt auf Landes- und auf Bundesebene und auf Kreisebene und auf Stadtebene. Es sind nicht die Demonstrationen, die etwas ändern. Aber vielleicht haben sie uns verändert. Vielleicht bringen sie jetzt etwas ins Rollen, und es wird wieder besser. Lasst mich nur einmal hoffnungsvoll sein, Leute, okay? Wir haben uns zu lange von der AfD auf der Nase herumtanzen lassen, die behaupten durfte, dass sie das Volk repräsentiert. Offenbar stimmt das nicht. Und das macht mir Hoffnung. Teilt das Video mit Freund und Feind und abonniert den Kanal. Bis denne. Tschüssikowski.